verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Ich kann dich mal kurz. Hier habe ich so lange für die Demo gebraucht. Weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Weil uns da oder mir erstmal nicht erklärt wurde, wie man Dinge dreht. Ausgezeichnet! Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Königstiger habe ich hier. Mit dem kämpfe ich gerade. Mit einem unserer Königstiger. Ne? So, alles gefunden. Klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Holz und Beton. Mach dich an die Arbeit und baue es. Und vergiss nicht den Gehegeeingang. Nein. Es empfiehlt sich, den Eingang in der Nähe einer Pflegerhütte zu platzieren. Zufällig befindet sich eine recht nahe am Handelszentrum. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, mache ich. Die Spendenbox da so ein Hinweis sein sollte? Ich bin mir nicht sicher. So, ich ändere mal die Länge. Ein Stück. Hallo? Hallo? Jetzt ist er wieder. Nee. Weil gerade langweilig wäre. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. Dann nehmen wir 5. Ich finde das auf jeden Fall ein cooles Detail, bevor ich jetzt loslasse. Das gab es nämlich in den Vorgängern, also zur Tycoon, die ich super, super, super gerne gespielt habe.
gab es das nicht. Und das finde ich aber an sich voll das schöne Detail, dass an sowas gedacht wurde. Die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Tiermarkt. Ein Tiger, zwei Tiger. Und dann packen wir die mal in den Zoo. Oder ins Gehege vielmehr. Während die Tiger von unseren verlässlichen Pflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Hammer. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege. Ich bin jetzt mal ein bisschen schneller. Aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Hab ich schon. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Ich nutze jetzt mal den Entwurf. Es geht jetzt gerade etwas flotter. So. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Hab ich. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Mehr Erde. Also gut. Öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Mahlen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Nee. So. 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 Fels ist auch okay. Jetzt müssen wir ein kurzes Gras. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Savannen oder Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus dem Regenwald und gemäßigten Biomen aus Asien. Wenn es sein muss, reicht es auch, wenn du dich nur für eins von beiden entscheidest. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest.
Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Noch was? Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem Regenwald oder aus gemäßigten Biomen. Hummer? Tropen? Gemäßigt? So. Lass den weg. Entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche, die hier gerade... Hörst du? Geh mal weg. Nicht das Kabel anknabbern. So, drehen wir das Ganze mal und begrünen hier alles. So. Wir den mal. Hört's, aber das ist absolut nicht geeignet. Hä? Ich bin verwirrt, aber da stand doch der Markt das, oder nicht? Gehege. Pflanzen, stabiler Rückzug. Aber was genau stört den denn jetzt an? Die Kokospalme? Okay, anscheinend. Das ist meine Aufgabe, Ziele. Erhöhe das Wohl für den Pflanzen auf 90%. Okay, aber nicht mit der Kokospalme, alles klar. Ne, Kontinent bleibt. Biome, was ist das? Grasland. Mit Roten raus. Wow. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. So, schauen wir mal, was wir jetzt nächstes machen. Finde das Gehege, detailliert blauer V. Wir den blauen Faun einen Besuch ab. Okay. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Bin da.
Also dann, wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Zu wenig ausgewachsene Tiere in der sozialen Öffne Gruppe. Öffne den Bereich Soziales Wohlbefinden für mehr Details. So. Yep. Ah, okay. Die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. So. Gut, wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Mhm. Außerdem sind im Vergleich zu den Weibchen zu viele Männchen angesiedelt. Das Verhältnis stimmt nicht. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Habe ich schon. Na los, du weißt ja, wie das geht. Ja, ich weiß, deswegen habe ich das ja auch schon gemacht. Jetzt müssen die halt nur noch gebracht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können.